Unser Vortragender Querti ist Teil des Projektes Jackbrain. Sie schauen sich Jailbreaks von iOS-Geräten an, von iPhones, und iPhones in der Regel haben eine reduzierte Funktionalität und sie können nicht geroutet werden, also Administrationsrechte darauf zu bekommen. Aber technische Benutzer versuchen ab und zu Root-Rechte zu bekommen. Und es gibt da ein Katze-und-Maus-Spiel zwischen Leuten, die die Root-Rechte bekommen und dass Apple sie wieder zumacht. Dieser Jailbreak ist ein spezifischer, ganz besonderer, weil er nicht fixbar ist. QWERTY wird uns vorstellen, seine Arbeit vorstellen und auch das Problem erklären und was sie darüber herausgefunden haben. Also, große Runde Applaus für QWERTY. Danke. Also heute rede ich über den einen einfachen Trick, den Secure-ROM hasst. Dieser Vortrag wurde schon POC gehalten vor Jackrain. Da waren wir ein bisschen zu spät hinter der Deadline. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ist jetzt verfügbar und jackrain.in. Ich bin Luca Tedesco und QWERTY, also auch bekannt als QWERTY. Ihr könnt mich im IRC, crackspy.kim finden, im Hashtag-Chat-Kanal. Auf Twitter findet ihr mich unter meinem Handle, der jetzt hier zu sehen ist. Ich bin ein unabhängiger Sicherheitsforscher, insbesondere im Bereich iOS. Und mein Hintergrund ist, dass ich iOS hacke in der amerikanischen Hacking-Szene, seit ich iPhones entdeckt habe, vor einem Jahrzehnt. Aber heute bin ich hier für mehr, also bin ich nur für mich hier, sondern der Vortrag wäre nicht möglich ohne die Arbeit, die viele Leute da reingesteckt haben. Ich werde Axiomax, die Person, die die Sicherheitslücke veröffentlicht haben, die wir hier benutzen, und Did Layla, die es auch gefunden hat, und Jackran. Und auch dem ganzen Jackrain-Team, das für Monate daran gearbeitet hat, um die Infrastruktur richtig fertig zu bekommen, dass wir eine so starke Vulnerability in einen einfach benutzbaren und zuverlässigen Jailbreak für jeden zu verwandeln. Und das Jackrain-Team ist eine Gruppe von iOS-Forschern. Das sind mehr als nur die, aber das sind die großen Leute, die da beitragen. Und das Wissensteam, da Wissensmenge dahinter ist groß. Es ist möglich, das beste Team, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe in meinem ganzen Leben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich hier aufzunennen. Und vielen Dank, dass wir zusammengearbeitet haben. Ein tolles Ergebnis. Ja, auch viel Arbeit gewesen. Danke. Also, was ist Secure-ROM? Secure-ROM ist der erste Code, der ausgeführt wird, wenn das iPhone gestartet wird. Und es ist eine vereinfachte Version von der iOS-Bootloader. Und dieser Code ist sehr wichtig, weil er in den ROM Read-Only Memory geschrieben wird. Und das ist das vertrauteste Code, der jemals auf dem Anwendungsprozessor auf dem Phone laufen wird. Das Ziel von Secure-ROM ist es, ein Image vom Flash-Speicher zu laden, für den kompletten Bootloader, iBoot, in den Arbeitsspeicher zu laden und da reinzuspringen. Es ist relativ einfach, aber es macht viel Signaturen, es überprüft Signaturen und alles. Und es beinhaltet auch Sicherheits-Recover-Methodiken, die es ermöglicht, Phones von einem unbootbaren Status zu bekommen. Und also diesen Modus bekommt man dann, dass man eine spezielle Tastenkombination drückt, während das Handy sich gerade bootet. Und ich werde jetzt auch kurz sagen, dass Secure Boot, also ich werde Secure Boot regelmäßig erwähnen hier in unserem Vortrag, und iOS war eins der Pioniere der sicheren Boot-Funktionsgeräten. Das Ziel, unsignierten Code zu laden, ist etwas,
wo wir bei iOS die ganze Zeit schon hinterher sind. Und das beginnt mit Secure Boot. Immer wenn etwas geladen wird, wird es überprüft. Das ist seit dem ersten iPhone so. Und ja, das ist der Gegner von Jailbreaking Nummer 1. Und Jailbreaks wollten hier dran vorbeikommen oder wollten weiterkommen. DFU-Protokoll ist ein relativ einfaches Protokoll, das USB implementiert ist. Und das Ziel ist es, einem Gerät zu ermöglichen, Daten vom Host zu bekommen. Und da das eine vereinfachte Version vom Bootloader ist, soll das sehr einfach sein. Und grundlegend ist eine spezielle Anfrage, die man an das Gerät schicken kann, mit ein paar bisschen Daten, die hinten dran gehängt werden. Und sobald der Übertragung fertig ist, kann man eine Sequenz von anderen Befehlen schicken, die dem Gerät sagen, dass es diesen Image booten soll. Es gibt aber auch andere Wege, DFU-Modus zu verlassen. Ein spezieller Request zum Beispiel, DFU abbrechen, den USB-Stick ausschaltet und den neu initialisiert. Wie ich gesagt habe, ist das über USB implementiert. Und ich sage euch jetzt, was dieser Control Transfer ist. Es wird quasi genutzt, um ein paar Kommandos vom Host auf das Gerät zu senden. Man kann ein bisschen Daten mitsenden mit der Anfrage. Successful USB enumeration requires compliant devices to support a minimum set of. Es gibt ein paar von diesen Control Transfers, die jedes Gerät haben muss laut USB-Standard, und es startet mit einem Setup-Paket, wo drin zum Beispiel ein Request-Type drin ist, dann ein B-Request-Feld, was für eine Art von Request es sein soll. Und ein paar andere Felder. Aber für uns ist das Interessante hier WLänge. Falls WLänge nicht 0 ist, dann kommt nach dem Setup-Paket eine Datenphase. Hier wird der Host dann Daten an das Gerät senden. Und wie ich gesagt habe, das ist der Weg, mit dem der Host über DFU dem Gerät Daten sendet. Wenn die Richtung auf In gesetzt ist, dann kriegt der Host stattdessen Daten vom Gerät, aber das hängt vom Request-Type halt ab. In der Datenphase werden die Daten aufgeteilt in Chunks zwischen 8 und 64 Byte, und es kommt dann auf die USB-Geschwindigkeit an und es werden sequenziell gesendet. Nachdem der Transfer fertig ist, gibt es eine Statusphase. Das markiert das Ende vom Control Transfer und das ist dann ein Paket von Länge 0. In iBoot, in dem USB-Stack da drin, gibt es einen temporären Buffer für diese Daten. Und die Daten werden da immer reingememcopied, sobald sie empfangen werden. USB und DFU, die arbeiten nebeneinander. Sobald man in DFU reingeht, wird USB angeschaltet. Und dann wird dieser temporäre Buffer allocated. Und sobald das passiert, gibt es einen Pointer auf diesen Buffer in einer globalen Variable, und der USB-Stack wird die Daten dann halt reinschreiben. Aber wenn man DFU wieder ausschaltet, dann wird der USB-Stack den Buffer wieder freigeben. Wenn wir diesen Buffer jetzt freigeben, dann wird die globale Variable, wo die Daten hingeschrieben werden, nicht wieder auf Null gesetzt. Das ist dann möglicherweise eine Use-After-Free-Verwundbarkeit.
So, jetzt die Schritte, wie man da hinkommt. Erst macht man einen USB Control Request mit einer Datenphase. Und während dieser Datenphase unterbrechen wir den Transfer. Dann kriegen wir einen neuen USB Request mit einem DFU-Abbruch. Dann wird der USB-Stack wieder ausgeschaltet und der Buffer wird gefreed. Und dann versucht es, die Daten zu laden, aber es gab keine legitimen Daten hier. Das heißt, das Image wird nicht geladen und DFU wird wieder in DFU reingegangen. Und dann versucht DFU weiter da Daten reinzuschieben, aber der Pointer ist jetzt ein wilder Pointer, da ist schon freigegeben worden. Das heißt, die Daten werden neu benutzt von dem letzten Setup-Paket, was wir gesetzt haben in der früheren DFU-Phase. Sobald das passiert, werden die Daten weiter auf diesen Pointer geschrieben. Um das jetzt hinzubekommen, brauchen wir sehr große Kontrolle über den USB-Stack. Und dafür haben wir einen Host Shield genutzt und außerdem haben wir den USB-Stack in macOS dazu gebracht, von der Spezifikation abzuweichen. Der zweite Versuch war nicht deterministisch. Viele USB-Stacks werden dir sagen, wie viele Daten weitergegeben worden sind. Und so kriegt man mit, ob der Transfer fertig geworden ist oder nicht. Ist nicht hundertprozentig zuverlässig, leider. Das ist das Bild vom ursprünglichen Setup. Aber es gibt hier ein Problem. Wenn wir jetzt diese Schritte folgen, dann wird das nicht funktionieren, außer auf zwei bestimmten Geräten. Weil es dort noch ein DFU-Abbruchfunktion, dass es dort in der DFU-Abbruchfunktion einen Bug gibt. Dort gibt es einen eigenen Task, welcher sich um den USB-Stack kümmert. Und dort wird die Taskstruktur immer geleakt auf dem Heap, jedenfalls wenn ein DFU-Abort passiert. Und sobald man von einem anderen Task da reinkommt oder zum Task zurückgeht, dann werden die Register in dieser Struktur gespeichert werden. Wenn wir diesen Task neu starten, werden diese Register wieder aus dem Speicher geschrieben. Und dieses Use After Free würde in Theorie es ermöglichen, direkt in diese Register zu schreiben. Aber das ist nicht der Fall, weil die Writes passieren in der Taskstruktur des aktuell funktionierenden Tasks. Und man kann die Register nicht überschreiben, weil die sind in den Hardware-Registern zu diesem Zeitpunkt. Und wenn man abgibt, dann werden sie zurückgeschrieben in die kaputte Struktur. Das heißt, die Korruption wird überschrieben und gelöscht. Aber Tasks haben auch eine interne Linked-Liste, von der der nächste zu auszuführende Task ausgewählt wird. Und man kann eine falsche Taskstruktur erstellen im Arbeitsspeicher und mit dem FreeWrite-Primitive die Linked-Liste kopieren, dass das nächste Mal, wenn das USB-Task zurückgeht an den Scheduler, wird als in Branch in die von uns kontrollierten Pointer gehen. Und darüber können wir Code ausführen, weil der Heap bei Secure-ROM lesbar, schreibbar und ausführbar ist. 32-Bit-ROMs können diese Strategie nicht benutzen, genauso wie A7, A10, A10X, A11 und A11X. Die können diese Strategie nicht benutzen. Es gibt keine
Taskstruktur liegt, der dabei vorhanden ist, und wird kein es bricht nicht ab, weil es alles deterministisch genug ist, dass wenn DFU verlassen wird und DFU wieder gestartet wird, ist alles wieder gleich und der Buffer wird wieder an dieselbe Stelle reallokiert. Das heißt, wir müssen eine Art und Weise finden, um aus dieser Determinismus ausbrechen können, um wirklich ein Use-After-Free-Szenario zu bekommen, wo wir etwas schreiben, was nicht einfach nur so beliebige Daten sein soll. Und Axiomax hat die Secure-ROM-Implementation angeschaut und hat festgestellt, dass der Heap mehr oder weniger ganz vorhanden ist. Das heißt, wir können diese Möglichkeit nehmen, um Heap-Function zu benutzen. Wir brauchen eine kontrollierten Allokationsprimitive oder Mechanismus. Und wenn wir einen USB-Transfer senden, dann ist da eine zugehörige Struktur, die im Heap gespeichert wird. Und wir können mehrere USB-Transfere gleichzeitig haben, in diesem Fall Transfer von dem Gerät zum Haus, die zur gleichen Zeit laufen. Zum Beispiel, wenn ihr Daten vom Gerät anfordert, dann wird das Gerät die Daten nicht sofort beantworten, wenn der Host sich nachfragt, ob die Daten nicht bestätigt, dass die Daten angekommen sind. Und immer wenn man in so einer Situation ein Setup-Paket sendet, wo kein Necking ist, dann bleibt es einfach eine Weile hängen. Und das gibt uns die Möglichkeit, malloc aufzurufen und das Free zu verzögern, bis es aufgegeben ist oder bis die Store-Kondition, also den Deadlock beendet ist. Und bis es dann heruntergefahren wird und wir müssen halt den ganzen USB-Stack runterbrechen und wieder aufbauen. Und um das zu machen, muss ein Bug in der Status-Maschine von dem Gerät benutzt werden. Es hat spezifische Funktionen, die nie freigemeldet werden. Und okay, also diese Funktionen basieren auf Paketen, die eine Länge von 0 haben. Wenn wir Daten von unserem Gerät an den Host kopiert haben, dann wird die Struktur ein leeres Paket senden, wenn das der Request fertig ist oder der USB-Stack heruntergefahren werden soll. Das Problem ist, dass wenn wir den USB-Stack wirklich ja ausschalten, oder herunterbauen, dann wird das Paket weggesendet werden, das leere Paket gesendet werden, aber es wird nirgendwo ankommen, weil es später mit Nullen überschrieben werden wird. Und dieses Leak kann abhängig gegründet werden, weil die leere Pakete nur in gewissen Konditionen gesendet werden. Zum Beispiel Requests, die nicht mehr als 64 Bytes sind, kriegen ein Paket mit der Länge von 0, also ein leeres Paket. Wir können dieses missbrauchen, um einen speziellen State vom Heap erstellen, damit wir ein Loch haben von genau der Größe, dass malloc den iBuffer wahrscheinlich dorthin schreibt. Und jedes USB-Request-Struktur wird auch einen Pointer haben zu unserer Rücksprungadresse, die aufgerufen wird, wenn die Struktur freigemacht wird. Und wir können ein paar reallokieren anstelle von unseres alten Buffers, und wenn wir unseren Use-After-Free-Schreibvorgriff machen, dann können wir diesen Funktionspointer definieren und in den richtigen Branch gehen, wenn wir das nächste Mal auf DFU zugreifen. Dies kann bald A9X, A10, A10X und A11 benutzt werden, die Prozessortypen. Bei älteren Geräten, wie zum Beispiel A7, ist diese dieser Technik nicht benutzbar, weil jeder einzelne Transfer dieser Daten liegt, wenn ein. Aber wir können mehrfach Daten initialisieren, bis es fast voll ist, bis auf halt den Wert, die Größe, die wir für das nächste Mal brauchen. Das heißt, wir haben eine spezifische Größe am Ende des Heaps und malloc würde den Platz benutzen. Das heißt, wir können einen sogenannten Checkmate herbeiführen.
Aber bisher haben wir nur Code aus, können wir nur Code ausführen. Und was wir wirklich haben wollen, ist ein Bootkit, dass wir weiter normal weiterbooten, anstelle von einfach nur im sicheren Raum und DFU-Modus bleiben, um das Gerät zu jailbreaken. Und wie können wir so ein Bootkit entwickeln? Wir haben Code, können Code ausführen und wir können die Hauptfunktion von Sekuraum wieder reinspringen und dann wird Flash wieder gestartet. Oder wird es über Flash gestartet. Und eventuell wird der Bootloader in den Kernel booten und sobald das passiert, wird es versuchen, in den Einstiegspunkt zu branchen. Das heißt, unser Ziel ist es, den Kernel so zu patchen, in dem Moment, wo der Kernel im Arbeitsspeicher liegt, nachdem es validiert wurde. Und es ist immer noch voll lesschreibbar. Und manche Leute wissen, dass der Kernel später nicht mehr überschrieben werden kann. Das heißt, aber zu diesem Zeitpunkt ist es ein bisschen schwer zu treffen, insbesondere wenn unterschiedliche Versionen, unterschiedliche Hardware-Versionen benutzt werden. Und ja, Patch-Finder-Funktionalitäten war sehr hilfreich, dass wir die benutzen können, um einen langfristig wartbaren Jailbreak zu haben. Das heißt, wir haben einen sogenannten Boot-Trampolin gemacht. Das ist der letzte Mal, dass Bootrom iBoot schreibt. Und das wird den vorherigen Bootloader überschreiben, dass spätere Bootloader den Arbeitsspeicher nicht ausgelesen werden können. Dass Forscher nicht Zugang zu diesem Bootloader haben. Außerdem wird er die IMU ausschalten und setzt auch viele Register zurück. Auch Register, die sonst nirgendwo benutzt werden. Das heißt, wir können auch dieses Trampolin dadurch finden, dass wir genau diesen Befehl finden. Der ist deterministisch nur genau in dieser Funktion, diesem Boot-Trampolin. Und wir haben Shellcode, der diese dynamisch findet und auspatcht. Aber es gibt noch ein Hühn-und-Ei-Problem, weil das Trampolin wird den aktuellen Bootloader überschreiben und es muss reduziert werden irgendwo anders, um sicherzustellen, dass es nicht sich selber überschreibt. Und es gibt eine Region, die dafür reserviert ist, aber bei Securom insbesondere ist das Trampolin manchmal wird es manchmal erst reallokiert, kurz bevor es benutzt wird. Und weil es ein ROM ist, kann man es nicht patchen. Und wir kriegen Code Execution, bevor irgendwas davon funktioniert, passiert. Das heißt, es ist relativ schwierig, dieses Trampolin wirklich zu modifizieren. Aber wir können Secure ROM in SRAM kopieren und wir können den Seitentab Page Table so verändern, dass der Bereich nicht überschrieben wird und geben den an den schreibbaren SRAM weiter. Aber an manchen Geräten ist nicht ausreichend freier SRAM-Speicher verfügbar. Aber in den Fällen können wir Strategien machen, dass zum Beispiel der Heap kleiner gemacht wird oder dass wir mehr verfügbaren SRAM bekommen, dadurch, dass wir mehr Cache, L2-Cache dafür reservieren. Aber wir müssen eigentlich nur eine einzelne Seite benutzen. Das ist sehr wenig Code. Zusätzlich dazu brauchen wir auch noch einen Bereich, wo wir unseren Shellcode hinschreiben können. Aber wir sind immer noch beschränkt durch den freien SRAM. Und wir müssen auch noch den normalen Bootprozess verfolgen, was auch noch selber SRAM benutzen können. Vielleicht könnten wir DRAM benutzen, aber der ist noch nicht initialisiert, während Securom läuft. Der Erst-Level-Bootloader initialisiert es dann. Aber dieser Modus hat auch noch einen Soft-DFU-Modus, wo DFU simuliert wird. Das erlaubt uns, noch mehr Daten zum Gerät hochzuladen und damit können wir beliebig viel Daten in DRAM zu tun. Und das heißt, wir haben nicht mehr das Problem mit dem SRAM. Das Problem mit DRAM ist, dass iBoot große Teile davon löschen wird. Wir haben einen dreckigen Workaround gefunden, welcher B0
hookt und schaut, ob es mit unserem Shellcode als Parameter aufgerufen wird und in diesem Fall sagen wir, dass es einfach nichts tut. Und wenn wir das Trampolin hooken und B0 hooken, dann können wir das nächste Trampolin erreichen. Das wird halt immer wieder gelöscht, das heißt, wir müssen es jedes Mal neu hooken. Vor A10 gibt es nur zwei Stufen, A10 und später. Am Ende wird der Kernel vorbereitet und das Trampolin wird wieder benutzt, um den Entry Point zu starten. Auf Devices mit EL3 gibt es einen Secure Monitor Entry Point und das heißt, da müssen wir noch ein bisschen mehr arbeiten, um den eigentlichen Kernel Entry Point zu finden. Und wir patchen da uns da so rein, dass unser eigener Shellcode ausgeführt wird, anstatt des Secure Monitors. Und damit können wir auch verhindern, dass die ursprünglichen Werte rausgepatcht werden. Wir können jetzt den Kernel patchen, aber weil wir ganz viele verschiedene Geräte supporten, ist die einzige gute Strategie, alle unsere Patches dynamisch zu organisieren. Aber weil wir unseren Exploit so gemacht haben, wie wir gemacht haben, ist alles noch sehr, sehr langsam, weil wir noch keine MMU oder Caching haben. Das heißt, es wird sehr schnell sehr langsam und deswegen machen wir die MMU erstmal an und das macht dann DRAM wieder cachebar und dann ist unser Patchfinder wieder schnell. Unser Patchfinder macht jetzt etwas relativ oldschooliges, nämlich wir können Dinge patchen, die Kernels, die Jailbreaks nicht mehr patchen konnten, wegen KTLR und so. Und das heißt, wir können wieder Read-Write-Executable-Code mappen können. Das war jetzt für Jailbreakers seit vier Jahren nicht mehr verfügbar. Aber Kernel-Patching ist nicht alles, was wir brauchen. Sobald wir den Kernel gebootet haben, wollen wir weiterhin Code-Execution-Rechte haben, um den gejailbreakten Status zu behalten. Und das ist sehr schwierig an der Stelle, weil man dafür einen Dateisystemtreiber oder so bräuchte. Wir können einen kleinen RAM-Disk in unseren Shellcode reintun und den Gerätebaum und die Kernel-Boot-Argumente ein bisschen verändern, damit unser Dateisystem als das Root-Dateisystem benutzt wird. Das Endresultat war das hier, unser erster Patchfinder. Wir haben mit Secure RAM Code Execution angefangen, dann sind wir weitergegangen bis zu EL0 User Mode Execution. Allerdings, die RAM-Disk muss ziemlich klein sein, weil DFU-Transfers nicht schnell sind und man viele Sekunden warten muss. Außerdem gibt es noch Urheberrechtsprobleme. Wir sollten nicht Apple-Code shippen mit unserer RAM-Disk. Und das ist problematisch, weil es keinen dynamischen Linker gibt und ein paar User-Mode-Bibliotheken braucht. Das heißt, wir brauchten unseren eigenen dynamischen Linker, der nicht tatsächlich dynamisch linkt, sondern es mountet einfach
das echte Dateisystem mit einem Union Mount über unser Dingens. Und damit haben wir dann die normalen Apple-Bibliotheken und können dynamisch linken und so weiter. Und dann können wir das alles machen, bevor die echte PID 1 ausgeführt wird. An diesem Punkt ist das Root-Dateisystem noch read-only und das wollen wir auch so behalten, bis der User das ändert. Aber wir wollen auch ein paar extra Dateien da rein tun, um eine Shell zu bekommen und damit User Paketmanager installieren können, falls sie das brauchen. Das heißt, wir brauchen die Private VAR-Partition. Das Problem ist, das ist auch die Partition, wo die User-Daten gespeichert sind. Das Problem ist, die Partition ist verschlüsselt und die Datenverschlüsselung muss dafür initialisiert sein. Und dafür ist LaunchD verantwortlich. Das heißt, wir müssen Code Execution noch später bekommen, aber immer noch früh im Boot-Prozess. Dann machen wir weiter mit dem Union Mounting und dann machen wir da ein kleines DMG über User libexec rein. Und damit können wir irgendeinen System-Daemon überschreiben. Wir haben uns SysStatusStack ausgewählt, weil es zum richtigen Zeitpunkt läuft, selbst über verschiedene iOS-Versionen hinweg. Das war relativ schwer herauszufinden und am Ende sind wir aber auf diesen Daemon gekommen. Sobald wir diese Code-Execution hatten, dann können wir wieder execvi aufrufen auf der initialen RAM-Disk und das user-libexec-Ding anmounten. Und an diesem Punkt ist der Status des Systems gut und wir können weiter booten. Wir können entweder forken, um unseren eigenen Code auszuführen und dann unseren Code weiterhin da zu haben. Dann warten wir, bis USB an ist und warten auf den Host, bis er die entsprechenden Daten runtergeladen hat, sodass man einen SSH-Daemon hat und ein paar Jailbreak-Installationsroutinen. Und das Resultat ist jetzt, wir können eine Root-Shell auf einem beliebigen iPhone bekommen. Zu jedem iPhone, was dazu verwundbar ist, auf jeder Version. Und sobald in so ein Springboard die Daten auf die Icons zeigt, können wir unseren Checkrain-App hinzufügen. Und wir haben auch ein paar Zukunftspläne für das Ganze hier. Und wir würden gerne Ganzen von einem Jailbreak zu etwas weiteres entwickeln. Bootloader, der für normale Geräte, die es ermöglichen, beliebige Kernel-Module hinzuzufügen, zum Beispiel auch Dual-Booting und eventuell sogar Linux und Windows auf einem iPhone zu booten. Daran arbeiten wir immer noch, aber wir haben Pongo OS, das haben wir heute nur kurz genannt. Das heißt, wir veröffentlichen es heute jetzt so wirklich zum ersten Mal. Es ist ein kleines Preboot, ausführbares Betriebssystem, das vom Checkring-Team erstellt wurde und es genau für Apple Boards laufen soll. Also man kann Module mit USB dazu laden und werden dagegen gelinkt werden, gegen alle Sachen von Pongo OS gebootet werden und wir könnten den Patcher zu so einem Modul laden. Das heißt, es ermöglicht, dass Leute unsere Infrastruktur benutzen, um ihre eigenen Sachen auszuführen und für Sicherheitsforschung. Und das war's. Danke. Das war's auch von uns aus der Übersetzerkabine. Wir waren Franz T. und Eipfin.
take questions as much time as we can get. Please, you know the drill, line up behind the microphones. Wenn ihr Fragen im Internet stellt, dann könnt ihr sie noch mit auf dem Kanal #36C3-Halle-A auf Hack entsenden. Die Frage aus dem Internet ist, wie wurde dieses Exploit gefunden? Ist da immer noch Forschung, die da reinfließt? Dieser Bug wurde von verschiedenen Leuten gefunden. Die Person, die den Bug gefunden, publiziert hat, hat es durch Diffing rausgefunden, weil Apple einen Patch dazu publiziert hat. Und es gibt eine 2 Jahre Verzögerung zwischen Apple, die es rausfinden, und dass was anderes ins Silizium gepatcht werden kann. Das heißt, ja. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr Bugs gibt in iBoot. Und sag mir Bescheid, wenn du irgendwas findest. Okay, thank you. There's 2 questions in front of the microphones. Weitere Fragen? Hallo, toller Vortrag. Ich habe so viele Arbeit noch nicht gesehen, die in sowas geschickt werden. Meine Hauptfrage heute ist, wann vermutet ihr, dass Checkrain Windows darauf läuft? Also vielen Dank schon mal im Vorhinein. Wir haben daran schon ziemlich hart gearbeitet und Checkrain ist zurzeit nur für macOS verfügbar. Ich hoffe, es wird bis zum Ende auf Linux verfügbar sein. Die Windows-Version, daran haben wir noch nicht viel gearbeitet, aber wir haben schon ein paar Achievements, ein paar Erfolge dort gehabt. Wir können schon ein paar Geräte damit boosten, vielleicht in den nächsten paar Monaten. So, there's another question on microphone 4. Roses are red. Ja, Roses sind rot, Violetten sind blau. Windows ETA check in wann? Ich habe diese Frage gerade beantwortet, aber gutes Meme. Vielen Dank. Noch eine Frage aus dem Internet. Jemand hat sich gefragt, wo ist der Source Code? Zurzeit ist Checkrain closed source, aber das Team plant es versucht es zu open sourcen. Und Pango S wird wahrscheinlich das erste sein, was geopen source wird, und es wird nach und nach mehr davon verfügbar gemacht wird. Über das nächste Jahr hinweg wird es wahrscheinlich alles Open Source sein. Ihr könnt auf meinen Twitter schauen oder auf den Checkrain GitHub. Danke, das war's dann auch von uns. Großer Runde Applaus und Feedback für die Besetzung. #C3T auf Twitter.